Glück auf und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Combat Mission Battle for Normandy in Le Hamlet. Mein Name ist Tim oder auch Headbreaker und heute machen wir unsere ersten Züge. Deswegen gleich rauf auf die Karte und ich bin gespannt, wie schnell wir eigentlich auf Feinde treffen und ob wir schon die ersten Verluste während des ersten Zuges melden können. Sowas kann nämlich auch mal vorkommen. Los geht's! Nun gut, unseren ersten Zug haben wir im Großen und Ganzen schon geplant. Deswegen, ich würde sagen, wir lassen den jetzt einfach mal direkt ablaufen. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich das Gefecht hier entwickelt und ja, wie wir auch später unsere Fahrzeuge nutzen können. Und damit würde ich sagen, Zug ab! Ja, das geht ja gleich schon sehr spannend los. Nicht nur, dass wir hier oben einen möglichen Fahrzeugkontakt haben. Ja, wir hoffen, dass die da noch mehr raus sind, sondern hier vom Second Squad den Gunner vom dritten Fireteam hat es zerledert. War quasi First Blood, hat also instant einen auf die Nase gekriegt.
Das ist ärgerlich. Unser Mörser ist noch nicht deployed. Sobald unser Mörser deployed ist, werden wir zusehen, dass wir hier Feuer auf den Feind bringen. Das MG ist auch noch am Deployen. Gut, unser HQ kann da leider nicht so richtig hingucken, ne? Sieht denn das aus mit... Ihr habt da ja Sicht. Wir hätten ja sogar noch Mörser zur Verfügung. 9 Minuten. Das, 9 Minuten ist schon heftig. Zwei schwer, medium, sofort, los geht's. Vielleicht brauchen wir das gar nicht mehr, aber ist okay. Hier müssen wir darauf achten, ne? Das ist hier ein feindlicher Kampfpanzer. Der kann uns hier eventuell schon Ärger machen. Der könnte uns eventuell, wenn wir Pech haben, auch hier reinfeuern. Wir haben auch grobe Sicht auf den. Das eventuell müssen wir hier verlegen. Hier eine Möglichkeit, die direkt schon Meter machen. Ich denke, den Gegner kriegen wir da erst einmal unterdrückt. Hier tatsächlich den Bereich. Ah ne, das ist das MG, was ich unten mitziehen möchte, ne? Das zweite von den ihren. Hier runter und da erst einmal aufbauen. Das Platoon, auch erstmal da runter. Die können hier so weit bleiben. Aber das ist die Ecke, wo er gute Sicht hin haben könnte, weil hier ist eigentlich ganz okay, aber hier kann er zum Teil Sicht hin haben, dass wir hier gleich verschieben. Bisschen mehr Smoke und sowas, sehr schön, aber naja, gut, haben wir nicht. Dann hoffen wir mal, dass er hier über das Feld hinwegkommen. Gucken, eventuell ist natürlich hier auch noch was. Das müssen wir dann im Blick behalten. Third Squad, gliedert mir mal bitte ein Scout-Team aus. Wir vorbewegen. First Squad bewegt sich hier rüber. Können dann von dort aus hoffentlich den Gegner dort unter Beschuss nehmen. Und damit sollten wir dann genug Feuerkraft haben, um gegebenenfalls hier unsere Jungs auch zu decken, dass sie erst einmal rüberkommen. Alles nicht so schön. Ja.
Die splitten wir mal. Und gerade hier im offenen. Aber damit wir hier so ein bisschen decken können. Mörser ziehen wir nach, die Position deployen, das geht ja zum Glück alles relativ zügig. First Squad HQ ziehen wir nach. Angegliederten Mörser, an den ziehen wir nach. Gut. So, machen wir das erstmal. Ich bin gespannt, was da mit dem Panzer noch sich ergibt, aber ich glaube, so geht das erstmal. Nun gut, also wir haben hier so ein bisschen das Problem, dass wir jetzt aktuell doch nicht genug Feuer aufbauen. Wir sehen das hier, die Jungs sind wieder oben. Ja, wir können teilweise, jetzt sehen wir hier, direkt so ein bisschen feuern. Ne? Die sehen leider nichts. Die können leider auch nichts sehen und der Mörser ist noch nicht deployed. Hat auch nur noch 7 Granaten. Da müssen wir dann gucken. Aber ist ganz klar, wir müssen hier zusehen, Feuer auf den Gegner aufzubringen.
Aber die sagen Reverse Slope, deswegen können die da nicht feuern. Da hoffen, dass sie es dann am Ende doch können. Mörser könnte. Aber wie gesagt, die letzte Mörser-Munition. Aber die erste Granate hier, die ging gut in die Binsen. Aber jetzt heißt es halt wirklich Feuer aufbringen. So viel wie möglich. Gegner so gut es geht unterdrücken. Und dann vorgehen. Geben ihn noch 20 ist ein bisschen viel. 15 ist gut. 15 Sekunden Pause, dann sollen sie hier weitermachen, sollen auf den Feind feuern. Das Problem ist, sie sind hier natürlich sehr gedrängt. Und durch das Gedrängtsein, bevor wir in den Faltung kommen, ist dann halt das Problem. Da schießen die einmal in unsere Richtung und dann ist klar, dann erwischen die auch irgendwen. Dementsprechend hier auch das MG hin deployen. Einfach auch in der Hoffnung, dass sie dann noch mehr Feuerkraft auf den Bereich aufbringen können. Was mit dem Panzer ist, müssen wir dann sehen. Aber gut ist ja schon mal, dass wir davon wissen, dass da was ist. Hier kommen wir aktuell noch gut voran. Mal gucken, wenn wir hier das erste Mal auf Feind treffen. Ich denke eigentlich hier so ein bisschen an der Bocage. Spannend, ob eventuell doch noch hier unten was Feindliches sitzt. Ich hoffe nicht. Und ja, es ist jetzt schon sehr spannend, weil wir noch gar nicht in der Entfaltung sind. Wenn wir erstmal in der Entfaltung sind, hier diesen Winkel haben, dann sieht das vielleicht schon ein bisschen anders aus. Weil wir dann auch einfach nicht so gedrängt sind. Jetzt aktuell ist es natürlich gefährlich hier, ne? Also, hier ist sehr gut möglich, dass wir sehr schnell einen weiteren oder vielleicht sogar zwei oder drei Tote haben. Muss man wirklich so sagen.
Ja, holy moly, ja, kann man nicht anders sagen. Das war für uns erfolgreicher als gedacht. Können wir so bis erst gucken. Die erste Mörsergranate ging tatsächlich weit daneben. Aber die Jungs haben sich dann redeemed, wie man das schon sagt. Also man sieht hier, wir haben es dann doch geschafft, den Gegner ganz gut zu unterdrücken. Wir haben immer mal wieder ein MG gehört aus dem Bereich. Aber wir sehen dann auch, hier ist dann am Ende. Die Mörsergranaten sind dann sehr dicht beim Gegner eingeschlagen. Wo der eine Trupp saß, der andere Trupp hier hat definitiv auch Verluste hingenommen. Also hier haben wir jetzt schon ganz gut Wirkung erreicht. Und muss man wirklich sagen, das ist unter anderem dem Mörser, der jetzt auch leer ist. Aber ich denke, damit haben wir einen guten Job gemacht. Wir werden den Mörserangriff, der vom HQ befohlen ist oder von dem HQ Support-Trupp, den werden wir weiter durchführen. Nichtsdestotrotz, eigentlich ist das jetzt hier schon wirklich sehr, sehr gut geworden. Ja, also wenn wir uns das angucken, wir haben ein paar Schritte vorangeschafft und unser MG hier vorne wird dann deployed. Ja, wir haben hier unsere Trupps hier so ein bisschen hoffentlich supporten können. Unser Spähtrupp ist vorne und ja, der Marker von dem Feindtrupp hier ist verschwunden. Es kann also sein, dass der aufgerieben worden ist. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich damit rechnen, dass da weiterhin Feind sitzt. Und ja, tatsächlich, es ging recht schnell heiß her, aber wir haben das, glaube ich, hier gut nochmal entschärft, die Situation. Ja. Feindfeuer ist niedrig auf unsere Jungs und auch wenn wir hier schon einen Verlust hatten, die Waffe ist recovered worden. Das heißt, das Bar ist wieder da. Wir bringen schnell viel Feuer auf den Gegner auf und machen trotzdem hier weiter. Gehen in die Entfaltung und das ist ja letztendlich das Wichtige, dass sie in die Entfaltung gehen, um damit dann auch am Ende des Tages hier voranzukommen. Gut. Damit würde ich aber auch sagen, für heute machen wir Feierabend. Ich bin sehr gespannt, wie die Mission sich entwickelt. Auch gut, dass Sie die Information haben, dass dort ein Feindfahrzeug ist. Ein feindliches gepanzertes Fahrzeug. Ich bin gespannt, als was sich herausstellt. Panzer 4 Stuck. Panzerkampfwagen 6 Ausführung B. Ich bin auf jeden Fall gespannt und würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche wieder bei Comet Mission Battle for Normandy oder wenn ihr möchtet, morgen bei Black Sea. Da sind wir weiterhin in the Outskirts und am Wochenende geht es dann weiter mit Command und vielleicht auch noch etwas Zusätzlichem, aber das kommt entweder diese oder nächste Woche dann als kleine Überraschung. Für heute möchte ich mich nochmal bedanken dafür, dass ihr reingeschaut habt. Und wünsche euch gute, tiefe Durchbrüche, sichere Rückräume und sagt wie immer bis denn dann. Tschüssikowski, ciao, ciao. Ein wunderschönes Glück auf nochmal. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dem Video. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, findet ihr wie immer hier oben und dort unten weiteren Content. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Like da lasst, den Kanal abonniert und wenn ihr dann auch immer informiert sein wollt, wann neue Videos kommen, dann klickt die Glocke. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, viel Spaß mit Combat Mission und anderen Wargames. Bis denn dann, bleibt gesund. Ich wünsche euch was.